Hast du schöne Weihnachtsfeiertage verbracht? Waren es friedliche Tage? Waren es schöne Begegnungen? Waren es liebevolle Begegnungen? Wenn wir schon so in unsere eigenen Leben, ja, schon fast verstrickt sind, so können solche Feiertage eine gute Gelegenheit sein, um mal wieder zusammenzukommen, um mal wieder im Kreis derjenigen zu sein, die wir ansonsten vielleicht nur vereinzelt sehen, nicht alle auf einem Haufen sind. Und auch wenn wir geteilte Meinungen zu diesen Festen haben können, so ist es doch sicherlich auch immer schön, im Kreise der Menschen zu sein, mit denen wir eben einen engeren Kontakt möchte ich jetzt nicht sagen, da muss nicht immer eng sein, aber eine engere Bindung aufgrund der Familienbande haben. Okay, die heutige Tagesenergie ist die 2 und die 2 ergibt sich, wenn du die Quersumme dieses heutigen Datums nimmst, vom 26. Dezember 2016, und die Quersumme bildest du so lange, bis eine einstellige Zahl dabei herauskommt. Die 2 folgt auf die 1. Die 1 gestern habe ich ein Video ausfallen lassen. Sorry, 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 war unterwegs. An Weihnachten war ich unterwegs. Und die 1, wie sie es ja schon sagt, die 1 ist der Anfang, die 1 ist der Start. Hier kannst du beginnen mit einer Inspiration, die du dir herauspickst, mit einer Idee, die es wert ist, in die Umsetzung gebracht zu werden. Was ist dann der zweite Schritt? Der zweite Schritt ist dir zu überlegen, wem oder was soll damit geholfen werden? Das heißt, es geht jetzt hier um den helfenden Aspekt. Du kannst jetzt entweder etwas für andere tun, dich um andere kümmern, ja, Fürsorge mit anderen oder für andere ausleben. Aber natürlich kannst auch du das für dich selbst tun. Du kannst auch dir selbst helfen, indem du zum Beispiel deiner Gesundheit etwas Gutes tust oder indem du einer Beziehung etwas Gutes tust, aber im Rahmen dessen, dass du vielleicht etwas an dir anpasst oder von dir aus etwas initiierst. Ja, also du kannst für dich selbst etwas tun, dir selbst helfen oder für andere etwas tun, anderen helfen. Und das ist die Qualität der 2, die Qualität der Fürsorge, des Helfens, auch die Qualität des Reflektierens, wo wir diese Inspiration, die Idee, die wir in die Umsetzung bringen wollen, reflektieren, um herauszufinden, wem oder was kann damit geholfen werden und wie wir sie ja entsprechend unserer Persönlichkeit dann zum Ausdruck bringen können. Jeder Mensch, nehmen wir mal an, 10 Leute haben die gleiche Idee, doch jeder wird diese Idee anders in die Umsetzung bringen, entsprechend seiner Persönlichkeit, entsprechend seinen Wünschen, entsprechend seinen Vorlieben, ja, entsprechend seinen Erfahrungen, die er gemacht hat, entsprechend den Programmen, die er hat, entsprechend seinen Glaubenssätzen. Jeder hat eine Persona, eine Persönlichkeit, einen Charakter. Und so wird erst einmal auch jedes Projekt, bevor es gestartet wird, reflektiert und an unseren Charakter angepasst. Denn nur wir können ja schließlich dann auch weitermachen mit diesem Projekt. Und das können wir auch nur entsprechend unserer Art tun. Ja, so kannst du dir mal überlegen, die Dinge, die du aktuell in deinem Leben tust, die wichtigsten Dinge, wem oder was wird dadurch geholfen? Wem oder was wird durch das, was du in deinem Leben tust, geholfen? Diese Übungen dienen auch nur dazu, mal wirklich klarer sehen zu können, wie sich diese Prinzipien, die hinter den Zahlen stecken, wie sich diese im Leben auswirken. Und am Anfang mag das alles ein bisschen fremd sein, ein bisschen eigenartig sein, sich auch solche Fragen zu stellen. Doch es geht ja immer darum, mehr Bewusstsein, mehr Licht irgendwo hineinzubringen, etwas mehr zu beleuchten, um dann zu weiteren Erkenntnissen zu gelangen. Okay, die Numerologie kann dir auch deine Lebensaufgabe verraten. Hierzu habe ich einen Numerologie-Report erstellt und den kannst du dir gratis anfordern, wenn du unterhalb dieses Videos in der Beschreibung auf den Link klickst. Abonniere bitte auch den Selbsterkenntniskanal, um auch morgen mit mir wieder hier die Tagesenergie zu verfolgen. In diesem Sinne alles Liebe, einen wunderschönen zweiten Weihnachtsfeiertag noch, alles Gute und bis morgen. Ciao, ciao.